Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwecker-Helden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem neuen spannenden Thema. Und zwar geht es heute um die Brauchwasserwärmepumpe. Ja, ziemlich interessantes Gerät und wir schauen uns heute einmal an, was ist eigentlich so eine Brauchwasserwärmepumpe, wie funktioniert das ganze Ding eigentlich? Natürlich auch, welche interessanten Anwendungsfälle gibt es? Ja, wo funktioniert es besser, wo funktioniert es vielleicht eher schlechter? Und natürlich am Ende werfen wir auch einen kleinen Blick auf die Anschaffungs- und Betriebskosten. Ja, die erste Frage, die sich einen natürlich aufdrängt, was ist denn jetzt eigentlich so eine Brauchwasserwärmepumpe? So, das kann man relativ einfach sogar skizzieren. Ich kann auch mal ein Bild hier dazu einblenden, dass man mal so vor Augen hat, wie das Ganze aussieht. Es handelt sich dabei um einen Warmwasserspeicher oder auch Trinkwasserspeicher, wie man es nennt, mit einer angeflanschten oder etwas netter ausgedrückt integrierten Luftwasserwärmepumpe. Grundsätzlich, wenn man mal so einen Blick in euren Heizungsraum reinwerft, der standardmäßige Aufbau, den man davor findet, ist ja meistens, dass man einen Wärmeerzeuger hat. Jetzt völlig egal, ob das Gas, Öl, Pellet, sonst irgendwas ist, einen Wärmeerzeuger und man hat einen Warmwasserspeicher. So, den nennt man Warmwasserspeicher, den nennt man auch Trinkwasserspeicher oder letztlich auch Brauchwasserspeicher. Es geht dabei um das Wasser, was man eben an den Zapfstellen im Haus abnimmt, was man zum Duschen verwendet und so weiter. Also wir reden nicht über das Heizungswasser. Es gibt ja auch diverse andere Konfigurationen, wo man dann Pufferspeicher hat für Heizungswasser. Nein, nein, wir reden hier nur über das Trinkwasser oder eben auch Brauchwasser. So, und das ist eben letztendlich der Punkt. Dieser Speicher würde praktisch ersetzt werden durch eine Brauchwasserwärmepumpe. Ja, dann kommen wir direkt zum Funktionsprinzip. Die Brauchwasserwärmepumpe funktioniert an der Stelle so ziemlich wie jede andere Luftwasserwärmepumpe auch. Das heißt, sie nimmt die angesaugte Luft, entzieht dieser Luft die Wärmeenergie, bringt diese Wärmeenergie durch eben das entsprechende Wärmepumpenprinzip auf ein höheres Niveau, auf eine höhere Temperatur und diese Temperatur wird auf das Brauchwasser übertragen. Da dieses Prinzip, ich hoffe, es ist den meisten geläufig, ansonsten, ich muss da mal noch so ein kleines Halbwissen-Kompakt-Video zu machen. Nur mal so ganz grob, ne, wenn man sich das man sagt ja immer, ah, umgekehrter Kühlschrank und so, also ganz grundsätzlich, wenn man sich das vorstellen soll, man hat also einen Kältemittelkreislauf. Dieser Kältemittelkreislauf oder ein Kältemittel an sich hat ja die Eigenschaft, bereits bei relativ niedrigen, also für uns gesehen niedrigen Temperaturen zu verdampfen. Und so nutze ich jetzt also die angesaugte Luft, um dieses Kältemittel zu erwärmen, damit es letzten Endes verdampft. Und dieser Dampf, dieses Gasgemisch, das kann ich verdichten. Und wenn ich das verdichte, ist es ein physikalisches Prinzip, dass die Temperatur des Gases steigt. Und das ist letzten Endes dann der Trick an der ganzen Sache. Ich verdichte das Gas, die Temperatur steigt. Also aus 10 Grad kalter Ansaugluft kann ich da ein Gasgemisch machen, was 50, 60 Grad, je nach Art oder nach Grad der Verdichtung, 50, 60 Grad. Und dann habe ich letzten Endes wieder einen Wärmetauscher. Und mit diesen 60 Grad kann ich dann das Wasser erwärmen. Also so ganz grob funktioniert das Ganze. Dabei logischerweise kühlt sich dieses Gasgemisch wieder ab, wird wieder flüssig. Und dann hast du wieder dein Kältemittel, was du dann diesen ganzen Kreislauf wieder durchlaufen lassen kannst. So ist eben das Funktionsprinzip jetzt ganz einfach gesagt von so einer Wärmepumpe, warum das überhaupt möglich ist, aus meinetwegen 10 Grad kalter angesaugten Luft 60 Grad warmes Wasser zu erzeugen. Das ist ja auch nicht jedem klar, aber wie gesagt, da werde ich glaube ich mal noch so ein kleines Halbwissen-Kompakt-Video zu machen, weil das ja durchaus immer mal ganz interessant ist zu wissen, wie eigentlich so eine Wärmepumpe an sich funktioniert. So, dieser ganze Prozess, der läuft mit einem sogenannten COP natürlich ab. Das heißt, es hat natürlich einen gewissen Effizienzgrad von elektrischer Energie, die ich jetzt halt brauche, um mein Gas zu verdichten und so weiter, um diesen ganzen Prozess am Laufen zu halten. Und der Wärmeenergie, die ich da am Ende rausgewinne. Und der liegt bei so einer Brauchwasserwärmepumpe im Bereich von 3 bis sogar 3,5. Auch mit relativ guten Jahresarbeitszahlen. Weil diese, in diesem Fall, die Brauchwasserwärmepumpe, auch wenn sie eine Luftwasserwärmepumpe ist, einen Nachteil eigentlich nicht zu teilen hat. Wer weiß, wer eine Luftwasserwärmepumpe im Haus als Heizung einsetzt, der hat immer das Problem im Winter. Im Winter habe ich hohe Heizbedarfe im Haus, weil es nun mal kalt ist, aber ich muss die kalte Luft von draußen nutzen, um diese Wärme zu erzeugen. Und das ist relativ schlecht, weil ich relativ kalte Luft habe, die auf ein ziemlich hohes Niveau bringen muss und dadurch sehr viel Energie verbraucht wird. Das heißt, der COP einer Luftwasserwärmepumpe, gerade im Winter, der sinkt sehr, sehr stark in Richtung 1 und kann sogar auch wirklich nur 1 sein, weil was passiert, wenn die Luftwärmepumpe die Energie nicht erzeugen kann, dann springt nämlich ein sogenannter elektrischer Heizstab ein oder eine Zusatzheizung, wie sie genannt wird, und die erzeugt, das ist wie ein Tauchsieder, die erzeugt natürlich 1 zu 1 aus elektrischer Energie dann die Wärme. Und das ist natürlich nicht sehr effizient.
Das ist so ein bisschen das Problem bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, wenn sie eben im Winter laufen müssen. So, und das Problem hat aber unsere Brauchwasser-Wärmepumpe nicht, weil die steht jetzt ja im Heizungsraum. Und wer schon mal in so einem Heizungsraum gestanden hat, der weiß, dass das da meistens immer relativ warm drin ist. Da laufen die ganzen Leitungen, die sind zwar zum Teil isoliert, aber das funktioniert ja nicht zu 100%. Auch der Wärmeerzeuger selber, wenn es jetzt eine Gas-, Öl-, sonst was Heizung ist, die erzeugt ja auch an sich Wärme. Und diese Wärme hast du da ja das ganze Jahr über und besonders im Winter, wenn die Heizung läuft. Und das ist dann der Punkt, diese Wärme machst du jetzt praktisch nutzbar. Das ist also so ein bisschen das Geniale an so einer Brauchwasserwärmepumpe, dass du ja diese Abwärme, die ja eigentlich Verlust ist, tatsächlich nutzen kannst, um sie da jetzt wieder sinnvoll dem warmen Wasser zuzuführen und damit das Wasser zu erwärmen. Also im Winter ist das kein Problem. Ich habe das auch schon mal gesehen, dass je nachdem, wie groß der Heizungsraum ist und wie der jetzt angeordnet ist, wenn man jetzt zum Beispiel daneben noch einen, einen Waschraum hat zum Beispiel, wo da noch ein Trockner drin läuft und sowas alles, also weitere Maschinen, die Wärme abgeben, dass man dann so kleine Lüftungsrohre verlegt und letzten Endes auch von da die Luft mit ansaugt, damit eben diese Brauchwasserwärmepumpe immer möglichst warme Luft im Winter bekommt. Ja, und wenn die halt auch im Winter mit 20 Grad oder 18 Grad warmer Luft läuft, dann hat die halt auch im Winter einen ziemlich guten COP. Im Sommer kann man das natürlich dann machen, gerade im Sommer, der Sinn und Zweck, da kommen wir ja auch gleich noch drauf in den Anwendungsfällen, ist ja eigentlich, dass ich im Sommer meinen Wärmeerzeuger auslassen möchte, dann habe ich natürlich nicht diese Abwärme. Dann machen das auch manche, dass sie noch einen Anschluss nach draußen haben und nur im Prinzip kannst du da ein manuelles Ventil dazwischen schalten und einfach sagen Sommer- oder Winterbetrieb und im Sommer, da ziehst du praktisch die Luft von draußen, weil im Sommer ist die Luft draußen warm, du brauchst aber trotzdem warmes Wasser, der Heizungsraum oder Heizungskeller gibt aber nicht genug Wärme her, der würde sich natürlich je nach Größe durch den Betrieb dieser Brauchwasserwärmepumpe dann durchaus konsequent abkühlen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, da muss man gegen anarbeiten, aber das könnte man halt machen, indem man im Sommer die Luft schlichtweg von draußen nimmt. Und jetzt, wo wir gerade beim Abkühlen waren, das ist ein weiteres interessantes Prinzip. Letzten Endes ist natürlich die Luft, die dann rauskommt aus der Wärmepumpe, immer kühler. Und im Winter bringt dir das nicht viel. Das heißt, im Winter willst du diese kühle Luft ja letzten Endes auch gar nicht wirklich haben. Dann kannst du sie halt zum Entfeuchten, kann man sie natürlich verwenden. Das heißt, die Luft wird auch automatisch entfeuchtet in diesem Prozess, weil du ja warme Luft ansaugst, innerhalb des Gerätes runterkühlst. Das heißt, dann würdest du ja den Taupunkt und so weiter, das Wasser würde in der Maschine dann abtauen und die relativ kühle, trockene Luft käme wieder raus und würde sich mit der warmen Luft vermischen und würde immer die Luftfeuchtigkeit reduzieren. Auch da wieder, wenn man so einen Waschkeller hat, wo man häufig hohe Luftfeuchten hat, kann das dann auch schon nachhaltig dafür sorgen, dass man dann nie wieder irgendwelche Schimmelprobleme hat. Aber gerade im Sommer ist das natürlich interessant, wenn man diese kühle Luft auch woanders nutzen kann. Wenn man zum Beispiel angrenzend einen Wintergarten hat oder, was auch manche tatsächlich machen, einen kleinen Kellerraum, der meinetwegen als Weinkeller oder sonst was verwendet wird, der dann mit dieser kühlen Abluft gekühlt wird. Ja, so, das ist im Prinzip ja noch so eine Art kostenlose Mini-Klimaanlage, die man dann mitnutzen kann im Sommer, was durchaus gar nicht so uninteressant ist. Das ist ja praktisch kostenlos dabei. Das Einzige, was du machen musst, ist ein bisschen do-it-yourself, da so ein kleines System dran zu schrauben. Also ein kleines Luftleitsystem. Nochmal zu der Wärmepumpe selber. Die Installation ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Die muss halt nur an den Warmwasserkreis angeschlossen werden. Wenn du also jetzt momentan einen normalen Warmwasserspeicher hast, dann wird die da einfach nahtlos dran angeschlossen. Es gibt natürlich auch noch da Unterschiede. Es gibt manche, die haben trotzdem noch die Möglichkeit, dass sie von eurem Wärmeerzeuger mit erwärmt werden können und so weiter. Wer zum Beispiel jetzt viele Spitzenlasten hat, das ist eben so ein Ding. Da ist so eine Wärmepumpe ja grundsätzlich nicht so für geeignet. Da kann dann der Wärmeerzeuger noch mit einspringen, was manchmal effizienter ist, als wenn eben die Zusatzheizung dieser Brauchwasserwärmepumpe mit anspringt. Ja, die nächste interessante Frage ist natürlich nach den Anschaffungskosten, nach den Installations- und eben auch den Betriebskosten von so einer Brauchwasserwärmepumpe. Und da muss man jetzt erstmal grundsätzlich natürlich sagen, es kommt so ein bisschen auf die Dimension natürlich an, wie immer. Ne, wenn ihr eine kleine Maschine braucht, 150 Liter, 200 Liter, dann ist die natürlich günstiger, als wenn es eine große Anlage sein muss mit 300, 400 Litern Speichervolumen. Ne, weil natürlich auch die Wärmepumpe entsprechend ein bisschen mitdimensioniert wird. Und natürlich auch so ein bisschen die Qualität bei namhaften Herstellern. Dann ist es natürlich ein bisschen teurer, als wenn das jetzt irgend so eine Ching-Chang-Chong-Anlage von Alibaba ist. Ne? So, und man kann aber sehen, so die Einstiegspreise für so eine einfache Brauchwasserwärmepumpe mit so groben 200 Liter Speicher, die liegen tatsächlich schon so bei 1.000 bis 1.500 Euro.
Anschaffungskosten. Und wenn man jetzt so, ich sag mal so, die normalen Hersteller, die standardmäßigen Hersteller mit einer normalen Größe, dann liegt so ganz grob bei Anschaffungskosten zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Ne, das ist so das Spektrum, in dem sich die Brauchwasserwärmepumpe in der Regel bewegt. Die Installation ist tatsächlich vergleichsweise einfach. Auf der elektrischen Seite gibt es eigentlich nichts zu tun. Die Dinger haben in der Regel ganz normalen Schuko-Stecker. Das heißt, die steckst du in die Steckdose, dann ist die Sache erledigt. Ja, also das ist relativ einfach. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich an der Stelle eine Steckdose. Da muss man dann schauen. Weil mit Dreifachstecker, das sollte man natürlich nicht machen. Aber auch auf der Wasserinstallationsseite ist das nicht wirklich kompliziert. In der Regel braucht ihr ja nur den alten Warmwasserspeicher abklemmen, rausnehmen und eben dann den neuen Warmwasserspeicher einbauen lassen. Und da kann man mit Installationskosten, das kann ich euch natürlich jetzt nur so über den Daumen peilen, zwischen 300 und 500 Euro vielleicht mit rechnen. Ne? Weil halt, wie gesagt, die Arbeit, es ist nicht wirklich viel zu tun. Ne? Alter Speicher raus, neuer Speicher rein, das Ganze einklemmen, läuft. Das wären so die groben Installationskosten. So, wenn man jetzt mal schaut, okay, Betriebskosten ist ja jetzt das nächste. Betriebskosten, was kostet mich jetzt so eine Anlage über das Jahr gesehen? Auch da ist es 1:1 natürlich notwendig zu wissen, wie viele Personen leben im Haushalt und wie ist so euer generelles Verhalten im Sinne von Duschen. Ne? Leben da jetzt 4 Frauen, die je zweimal pro Tag duschen oder baden? Oder ist das mehr so ein Männerhaushalt, die einmal in der Woche notgedrungener unter die Dusche gehen? Ne? Das ist natürlich klar, da kommt so ein bisschen drauf an. Man rechnet über den Daumen immer pro Person im Haushalt mit etwa 600 bis 800 Kilowattstunden an Wärme, die man benötigt im Jahr. Ne? 600 bis 800 pro Person. Jetzt kann man also sagen, für so einen 4-Personen-Haushalt, den nehme ich jetzt mal einfach als Standard für das Rechenbeispiel, ein 4-Personen-Haushalt, der liegt also irgendwo ganz grob in einem Jahresbedarf von 2.500 bis vielleicht 3.500 Kilowattstunden, ne, an Wärmeenergie. Ja, und da wir ja über Wärmepumpe sprechen, müssen wir jetzt ja sagen, wenn wir unsere 2.500 bis 3.500 Kilowattstunden an Wärme benötigen, dann machen wir das ja mit elektrischer Energie, aber wie gesagt mit einem Umrechnungsfaktor 1:3 bei einem COP von 3. Das heißt, wir brauchen ganz grob im Jahr, über das gesamte Jahr, irgendwo zwischen 800 bis 1000 Kilowattstunden an elektrischer Energie. Das Ganze, wenn ich jetzt den heutigen Strompreis nehme, das könnt ihr mit eurem eigenen Strompreis natürlich selber multiplizieren, aber jetzt der heutige Strompreis 34 Cent pro Kilowattstunde, dann kostet dich die Warmwasserbereitung über das gesamte Jahr gesehen bei so einem Energiebedarf in etwa 270 bis 350 Euro, ne? Also 350 Euro im Jahr für das warme Wasser. Ja, dann ist natürlich jetzt die Frage, wo genau spart uns denn jetzt so eine Brauchwasserwärmepumpe tatsächlich Geld? Wir haben ja gerade schon ausgerechnet, für unsere 3.500 Kilowattstunden an Wärme brauche ich ja immerhin bis zu 1.000 Kilowattstunden an Strom. Der ist gar nicht so günstig und dann lege ich am Ende so bei 350 Euro. Das ist ja auch nicht gerade so ein Schnapper. Ne? Wer jetzt beispielsweise eine Pelletheizung hat, der wird feststellen, Mensch, diese 3.500 Kilowattstunden an Wärme, die erzeuge ich mit Pellets wahrscheinlich für einen halben Preis. Ne? Und selbst mit einer Gastherme, mit einer Gasbrennwerttherme bist du ein ganzes Stück günstiger. Also erschließt sich jetzt auf jeden Fall nicht auf Anhieb das Einsparpotenzial. Da muss man so ein bisschen den Anwendungsfall ein bisschen komplexer betrachten. Wenn man jetzt mal schaut im Winter spielt das keine Rolle. Im Winter läuft der Wärmeerzeuger sowieso, um letztendlich die Heizung ja permanent mit Energie zu versorgen. Und dann läuft natürlich dieser Anteil für das warme Wasser, der läuft einfach mit. Ne? So, da ist das nicht so der Tango. Interessant wird das Ganze im Sommer. Wenn ich nämlich auf den Sommer schaue, dann ist meine Heizung ausgeschaltet. Ich brauche keine Heizwärme, sondern der Wärmeerzeuger ist ja dann immer nur dafür da, das warme Wasser warm zu halten, wenn man so möchte. Das heißt, immer wenn warmes Wasser verbraucht wird, dann muss der wieder nachliefern, weil das Wasser wieder aufgewärmt werden muss. Und teilweise, je nachdem wie das eingestellt ist, ist das dann schon so, dass der diverse Male am Tag nur anspringt, um halt so ein paar Grad wieder auf das Wasser drauf zu packen. Ne? So. Und das ist natürlich tatsächlich nicht sehr effizient. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie bei einem Auto. Ne, wir Deutschen sind ja immer sehr empfänglich so für Autobeispiele, um Sachen besser zu verstehen. Mit dem Kurzstreckenbetrieb von Fahrzeugen. Ne, wenn Mutti mit ihrem 2-Tonnen-SUV nur 1,2 Kilometer fährt, um die Kinder wegzubringen, dann nochmal 800 Meter fährt zum Einkaufen und dann nochmal 1,2 Kilometer hier in der Tante Erna fährt oder was, dann braucht das Auto relativ viel Sprit, weil das eben ein Kurzstreckenbetrieb ist. Das gleiche Auto auf der Autobahn, auf einer Langstrecke. Ne, also wer das kennt, also die, ne, früher mal mit Dieselfahrzeugen dann 800 Kilometer am Stück zu fahren auf einer Langstrecke, da fährt das gleiche Auto relativ effizient. Und das ist bei der Heizung genau das Gleiche. Das heißt, dieses ständige kurze Starten, ganz oft pro Tag, immer nur kurz starten, einmal gerade Energie liefern und dann wieder aus, ist erstmal sehr verschleißreich. Das ist jetzt auch für die Lebensdauer der gesamten Anlage nicht gerade dienlich. Und
es braucht dann schon relativ viel Energie, um letzten Endes diese besagten 3.500 Kilowattstunden oder sagen wir mal über den Sommer halt vielleicht die Hälfte, 1.800 Kilowattstunden dann zu liefern. Ja, das ist also wirklich nicht sehr gut. Und das ist der Punkt, wo natürlich dann die Brauchwasserwärmepumpe über den Strom ein ganzes Stück besser funktioniert, weil die jetzt halt stetig dann über den Strom praktisch dann die Warmwasserenergie erzeugen kann und letzten Endes den echten Wärmeerzeuger, der eventuell mit fossilen Energien läuft, dann zu entlasten, dass der nicht die ganze Zeit anspringen muss. Das heißt, der würde tatsächlich im Frühjahr, sobald die Heizung ausgestellt wird, stellt ihr eure Pelletheizung, eure Gasheizung, Ölheizung, whatever, stellt ihr komplett ab und ab dann übernimmt die Brauchwasserwärmepumpe. Ja, vom ökologischen Aspekt, da tippen auch immer die Leute gleich drauf, das ist ja auch dann viel nachhaltiger und ökologischer, da bin ich ja immer so ein bisschen ketzerisch, sage ich jetzt mal. Natürlich, ich will da jetzt auch gar nicht groß in die Kerbe gehen, aber es ist natürlich so klar, die elektrische Energie aus der Steckdose, die ist natürlich zu einem gewissen Teil aus regenerativen Energien und so, das gibt ja jeder Stromanbieter ja auch an. Man kann dann spezielle Einhorntarife abschließen, wo einem dann versprochen wird, dass das alles super ist, was da, dass alle glücklich sind mit dem Strom, der da rauskommt, kann man alles machen. Aber sagen wir mal so, ne, wir wissen ja gerade, wie das gerade läuft. Ne? Ein Großteil der Stromes kommt aktuell aus Gaskraftwerken. Die werden jetzt momentan betrieben mit Strom aus Fracking-Gas, was von sonst wo importiert wird. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das nachhaltig ist. Das ist Quatsch. Das ist eine Werbelüge. Und um das zu kaschieren, wird dann auch noch gesagt, das wäre jetzt einfach. Wir definieren das als nachhaltig. Es ist totaler Quatsch. Das heißt also, aus umwelttechnischer Sicht macht das eigentlich bei vielen Sachen erstmal keinen großen Unterschied, ob der Strom jetzt aus der Steckdose kommt für meine Warmwassererzeugung oder ob ich dafür Gas oder Öl verbrenne. Das ist beides mehr oder weniger schlecht im Moment. Aber das kann sich ja in Zukunft noch ändern. Deswegen nur da, das ist nur so mein kleines Statement zu diesen Öko-Geschichten. Dass das natürlich auf dem Papier immer gerne grün dargestellt wird, aber wenn wir mal tatsächlich unter die Haube gucken, dann ist das nicht immer so grün. Das heißt also, die Brauchwasserwärmepumpe ist natürlich betrieben mit Öko, mit regenerativen Energien, ist sie natürlich besser, nachhaltiger tatsächlich. Aber wenn ich da jetzt den normalen Fracking-Gasstrom für nehme, dann kommt da das Gleiche bei raus. Ja, aber der richtige interessante Punkt, den habe ich bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Ich glaube, der ein oder andere wird schon da am Kratzen sein. Wann sagt das endlich? Die eigene Photovoltaikanlage, das ist natürlich der springende Punkt. Da wird aus dem Ganzen wirklich ein Schuh, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben also jetzt unsere Brauchwasserwärmepumpe, die läuft nun mal mit Strom. Und vor allen Dingen, die braucht permanent Strom. Das heißt, ich habe einen permanenten Verbraucher für elektrische Energie. Und das schreit ja geradezu nach einer eigenen Photovoltaikanlage. Und zwar das Schöne daran, man braucht eben auch nicht automatisch gleich eine riesen Anlage, 20 Kilowatt Peak oder irgendwie sowas, eine riesige Anlage, die auch entsprechende Installations- und Kosten insgesamt verursacht, sondern an der Stelle reicht tatsächlich auch eine moderate kleine, ich sag mal sowas im Bereich 5 Kilowatt Peak oder plus minus. Ja. Wenn man das Ganze vielleicht mit einem Stromspeicher noch kombiniert und so, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, diese Energie für das warme Wasser das gesamte Jahr über aus der eigenen Photovoltaikanlage zu ziehen. Das heißt also, diese 350 Euro, die man an Stromkosten ursprünglich gehabt hätte, die laufen dann komplett über die eigene Erzeugung. Und das ist natürlich schon ein ganzes Stück interessanter. Vor allen Dingen, wenn man halt keine Wärmepumpe hat an der Stelle. Also sprich, keinen anderen großen Stromverbraucher im Haus, außer vielleicht die Kinder mit ihren Playstations. Ja? Aber jetzt sage ich mal, wenn du jetzt eine Gasheizung hast oder auch eine Pelletheizung oder sonst irgendwas, dann kannst du halt von der Energieerzeugung der eigenen Photovoltaikanlage jetzt nicht so profitieren wie jemand, der eine Wärmepumpe hat. Aber nicht jeder, der jetzt eine funktionierende Gasheizung, eine vernünftig funktionierende Gasheizung im Haus hat, schmeißt die ja raus, um sich für 15.000 Euro oder noch mehr irgendeine andere Lösung einzubauen. Das macht rechnerisch nicht oft so wirklich Sinn. Und da ist das ein sehr gutes Mittelding, ne, finde ich. Das ist für mich eine der interessantesten Anwendungen, weil ich einfach sagen kann, okay, ich kann meine Gasheizung behalten oder auch meinen relativ neuen Ölbrennwertkessel oder auch gerade meine installierte Pelletheizung. Die läuft ganz normal weiter. Im Winter liefert die Energie, die sie benötigt. Das ist ja oft auch das Problem bei Luftwärmepumpen, dass die im Winter eben dann sehr, sehr ineffizient laufen. Durch die niedrigen Außentemperaturen und so weiter, wisst ihr auch. Und da springt dann so eine Pelletheizung natürlich wesentlich besser an. Und habe aber gleichzeitig nicht das Problem, dass ich im Sommer jetzt so eine große Heizung, so einen großen Brenner habe, der jetzt für so ein paar Schlückchen warmes Wasser immer wieder anspringen muss. Ne? Also was ja dann, was wir gerade schon meinten, dieser Kurzstreckenbetrieb, der eben dann auch recht schlecht für die Anlage ist, vom Verschleiß und eben auch vom Verbrauch her. Das übernimmt diese Wärmepumpe. Und da hat man letzten Endes für so 2.000 Euro oder 3.000 Euro Installationskosten, die hat man dann schon relativ schnell wieder drin. Wenn sich dadurch spätere Wartungskosten
Kosten der Anlage reduzieren und natürlich auch direkt signifikant eben dann der Brennstoff gespart wird. Ja, also mit der eigenen Photovoltaikanlage macht es einfach total Sinn, dass man da eventuell drüber nachdenkt, dann eben die Warmwasserbereitung von dem herkömmlichen Energieerzeuger auf eben so eine Brauchwasserwärmepumpe umzulegen. Ja, dann kommen wir zum Abschluss noch auf eine kleine Zusammenfassung und meinem Fazit zur Brauchwasserwärmepumpe. Grundsätzlich, was soll ich sagen, ich finde das System schon relativ charmant, weil wenn man es jetzt in so einem Heizungsraum aufstellt, man halt die Möglichkeit hat, diese ganze Abwärme, die ja eigentlich verloren ist, die da so produziert wird, die wieder nutzbar zu machen, indem ich die einfange und praktisch damit das Brauchwasser wieder erwärme. Das ist schon ziemlich cool vom Prinzip her. Ja? Dazu natürlich auch der Effekt, den man nicht vernachlässigen sollte mit der Entfeuchtung. Gerade in so einem älteren Haus mit einem feuchten Keller, wenn man dann auch noch da drinnen Wäsche macht und Trockner und so weiter, hat man da schon recht hohe Luftfeuchten und dadurch auch relativ schnell Schimmelprobleme. Auch das kann man eben durch den Einsatz von so einer Brauchwasserwärmepumpe durchaus wieder in den Griff bekommen, sage ich mal. Ja. Und als drittes noch die Abluft letzten Endes von der Luftwasserwärmepumpe, die ja dann kühl ist, die ich dann wiederum diese kühle Luft ja wunderbar auch in anderen Bereichen des Hauses, da muss man natürlich auch sagen, klar, im Normalfall würdest du die einfach jetzt wieder in den gleichen Raum zurückleiten, aber wenn man so ein bisschen Bastler ist, kann man natürlich auch da so einen Luftkanal sich vorstellen, vielleicht in den Nebenraum, was ich schon häufig gesehen habe, wenn so ein Nebenraum jetzt so ein Weinkeller oder so ist, dass ich dafür sorge, dass da das ganze Jahr über entsprechend niedrige Temperaturen drin sind. Alternativ kann man natürlich auch diese Luft verwenden und eventuell über ein entsprechendes Rohrsystem in Bereiche des Hauses leiten, die im Sommer vielleicht ein bisschen warm sind, wenn man jetzt irgendwie ein Esszimmer hat mit einem Wintergarten anstehend oder so, der dann sehr warm ist, dass man da die Luft reinleitet. Man muss natürlich dran denken, das ist keine Klimaanlage. Klar kommt da kühle Luft raus, aber man kann die natürlich jetzt nicht irgendwie groß regeln. Ja, also wenn es dann irgendwie unangenehm wird, weil es dann zieht an die Füße oder sowas, das kannst du natürlich damit jetzt nicht so wenig. Da musst du dann schon ein bisschen mehr basteln, sag ich mal. Aber grundsätzlich ist natürlich der Einsatzbereich für kühle Luft in einem Altbau im Sommer immer irgendwie gegeben. Ja, so, das ist schon mal ziemlich cool. Ja, und dann ist es natürlich auch interessant, wenn man sich jetzt eine Photovoltaikanlage zulegen möchte oder da gerade drüber nachdenkt, dann schaut man ja auch so ein bisschen, welche elektrischen Erzeuger oder Verbraucher habe ich eigentlich und wie viel Energie brauche ich eigentlich und wie groß muss meine Photovoltaikanlage eigentlich sein, damit das Ganze ein vernünftiges System ist vom Zusammenhang her. Weil man ja auch nicht unendlich viel Geld immer zur Verfügung hat. Man muss ja auch tatsächlich immer so ein bisschen rechnen. Und da macht es eben auch nicht immer Sinn, eine Gasheizung rauszuschmeißen und gegen eine teure Wärmepumpe zu ersetzen, nur damit man mehr elektrische Energie verbraucht. Das macht halt nicht immer Sinn. Und da ist das eben ein schönes Mittelding. Man hat eine relativ niedrige Investition, kann aber dadurch eben schon Vorteile einer Photovoltaikanlage direkt nutzbar machen. Ja, und das ist schon ziemlich charmant bei der Lösung. Wobei natürlich, da muss man auch sagen, nicht jeden holst du damit ab. Nicht jeder ist jetzt oder hat die Möglichkeiten Photovoltaik und so weiter und sieht da die Anwendungsfälle drin. Alternativ kann man natürlich auch, und das stimmt auch, sagen, eine Solarthermieanlage hat den gleichen Effekt. Und das stimmt auch. Eine Solarthermieanlage liegt ungefähr preislich im gleichen Bereich. Und hat natürlich den gleichen Effekt, nämlich dass sie im Sommer das warme Wasser vollständig abdeckt und dadurch die Heizungsanlage über den Sommer im Prinzip ausbleibt. Ja, das ist dann so ein bisschen eine Geschmacksfrage. Die einen sagen dann immer, nee, mit Photovoltaik, das ist mir alles zu Pipifax. Dann mache ich lieber eine Solarthermieanlage, um eben meinen Wärmeerzeuger über den Sommer ausbehalten zu können. Und eben alternativ kann man eben so eine Brauchwasserwärmepumpe installieren, geht dann eben auf die Basis Strom und erzeugt sich eben dann diesen Strom selber, um das Ganze so ein bisschen regenerativer zu gestalten. Ne? So, das sind eben so verschiedene Ansätze, kann man machen. Kann man natürlich auch kombinieren, wie gesagt, Möglichkeiten gibt es da ohne Ende. Naja, so viel jedenfalls für heute von der Brauchwasserwärmepumpe. Ich hoffe, es war ein bisschen aufschlussreich. Wenn noch irgendwelche Fragen sein sollte, schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Freunde. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.